In Kufstein ist eine neue Hundehalteverordnung vom Gemeinderat beschlossen worden. Es gibt Leinenzwang im Stadtbereich und auf öffentlichen Grün- und Parkanlagen. Außerdem eine Entfernungspflicht für Hundstrümmerl und ein Betretungsverbot für Hunde auf Spielplätzen. Für mich und glaube für fast alle ist es unstrittig gewesen, dass man in dem Bereich was tun soll, dass man also Hundehalter wirklich dazu bewegt, sich vermehrt darum zu kümmern, dass Hunde nicht die Leute belästigen, dass sie keinen Dreck hinterlassen. Die Verordnung aus meiner Sicht wäre nicht notwendig gewesen. Ich habe auch dagegen gestimmt, aber nicht, weil ich dagegen bin, dass Hundedreck aufgeklappt wird oder dass man Leute schützt vor Hunden, sondern ganz einfach deshalb, weil es nicht ganz ausgewogen war, weil wir jetzt als Hundebesitzer, und ich bin selber einer, wir kennen das ja, wir bewegen uns als Hundebesitzer am Stadtrand dahin, eh schon an die äußersten Ränder der Stadt, und dort ist es auch nach wie vor unstrittig, dass man sich ohne Leine dort bewegen kann, dass man mit den Hunden joggen kann, ähnliches. Und jetzt gibt es halt einige Passagen dazwischen, wo man plötzlich vom Nicht-Anleinen zum Anleinen übergeht. Das habe ich kritisiert, aber ansonsten finde ich es gut, dass man nochmal Bewusstsein schafft, dass man sagt, okay, rammt die Hundstrümmerl zusammen und tut die Hunde an die Leine, wenn eine Gefahrensituation ist, keine Frage. Ich finde es etwas überzogen, aber nicht vom Grundsatz schlecht, und daher ist es auch quer über die Parteigrenzen hinweg da Meinungsbildung gewesen. Ich akzeptiere es, wie es ist, aber in dem Vollzug natürlich ein erhebliches Problem. Leider sind halt Hundebesitzer dabei, die was sich nicht an die Regeln halten. Großteils gibt es uns auch nichts zum Beschweren. Aber es ist sicher nicht schlecht, wenn man eine gesetzliche Grundlage hat. Wobei aus meiner Sicht jetzt natürlich für die Übergriffe der Hunde ganz klar das Polizeigesetz gültig ist. Nur die Hundeverordnung als solche war als Ganze zum Beschließen. Bei Missachtung der Leinenpflicht wird das Börserl um 360 Euro leichter. Ein finanzieller Leckerbissen wird ein nicht verräumtes Hundstrümmerl. Dies kann dem Herrl oder Fraul bis zu 2000 Euro kosten. Ausreden gibt's keine. Es sind Gassisäcke rum, wir brauchen uns gerade informieren, wir rufen immer wieder auf. Bitte sag's uns, wo Gassisackspender fehlen. Wir stellen da einen hin, am nächsten Tag ist der Thomas Gugelberger da, stellt den Gassisack auf, und an dem scheitert es überhaupt nicht. Und wenn die Leute ein bisschen mithelfen, dann kann das an und für sich auch kein Problem sein. Kennen die Hundebesitzer die neue Verordnung? Ja, das Auffälligste ist, dass die Zonen genau geregelt sind, so wie ich weiß. Es gibt also ganz genau festgelegte Zonen, wo Leinenpflicht besteht. Mir hat die Regelung vorher eigentlich ganz gut gefallen, weil sie relativ liberal war. Da war nur geregelt, dass also in der Nähe von Kinderspielplätzen und auf Straßen, was ja eigentlich eh selbstverständlich ist, dass der Hund anzuleinen ist, das tut man ja schon lange wegen einem Hund. Und jetzt ist es halt genau geregelt. Ich denke, dass sich das in der Praxis ohne Probleme weit machen lassen. Und ich verstehe natürlich auch vollkommen, dass dort, wo kleine Kinder sind, haben Hunde normalerweise nichts verloren. Selbst wenn sie harmlos sind wie sie, obwohl sie jetzt bellt, geht das hat nichts zu bedeuten, sie ist nur ungeduldig. Aber die Kinder fürchten sie, und deswegen habe ich zum Beispiel meinen Hund immer angeleint, in der Nähe von Kindern. Jetzt ist Information gefragt. Auf alle Fälle muss es dem Hundehalter bekannt gemacht werden, wo er jetzt seinen Hund an die Leine zu nehmen hat. Ob das jetzt Amtsblatt ist, über die Medien, über Broschüre, ich glaube, da gibt es genügend Möglichkeiten dafür. Zur Einsicht ist die neue Hundehalteverordnung im Kufsteiner Rathaus und auch online unter kufstein.at in der Rubrik Stadtservice und dort unter Amtstafel.